Oh Gott, ich will. Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute habe ich ein Unboxing für euch. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, ihr Lieben, ich habe ein mehr oder weniger Überraschungspaket von Claudi bekommen, von Claudis Welt. Ihren Kanal habe ich euch natürlich im i verlinkt. Also mehr oder weniger Überraschungspaket. Mehr oder weniger, weil ich wusste, dass sie mir ein Paket schicken möchte. Ich weiß, dass sie mir... Ich glaube, Produkte schicken wollte für ein Fullface oder keine Ahnung, auf jeden Fall für ein Make-up und keine Ahnung, was da... Also ich habe eigentlich keine Ahnung. Sie wollte mir ein Paket schicken mit Produkten. Ich wusste, dass sie mir ein Paket schicken will, aber eigentlich nicht so genau, was da jetzt drin ist. Und deswegen dachte ich, wir packen das zusammen aus. Ja toll, Hauptsache Nika macht den ganzen Karton kaputt, obwohl sie es gar nicht hätte gebraucht. Nichts kann die Frau. Nichts. Da ist erstmal so viel Gekrissel oben drauf. Ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt. Doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Ich mag die Karte total gern. Ich mag ja total. Ich bin ein leidenschaftlicher Fan von Gewitter. Tatsächlich. Und ich finde das sehr faszinierend. Also, ja, ich lese mal kurz. Okay, ich lese es euch vor. Passt auf. Also, hallo liebe Annika. Hier kommt nun endlich mein angekündigtes Paket. Alles, was du hier drin findest, möchte ich dir gerne schenken. Das brauchst du nicht. Aber trotzdem danke. Falls es dir nicht gefällt, gib es gerne an Treschosaurus wieder mit. Am liebsten würde ich bei dir alles kombiniert im Einsatz sehen, aber mach gerne, wie es dir gefällt. Viel Spaß, ganz liebe Grüße aus meiner Welt, Claudi. Oha, dann schauen wir mal. Natürlich werde ich dir diesen Wunsch erfüllen, aber nicht in diesem Video, denke ich. Weil, ja, ich bin schon geschminkt. Aber ich werde es angucken und werde es ausprobieren. Ich muss hier erstmal das Krissel wegmachen. So, Krissel kommt mal beiseite. Als erstes haben wir hier, oha, ein flüssigen. Als erstes haben wir hier von Catrice den Hollywood Skin Serum Bronzer mit Kokosnusswasser. Ich hoffe, das riecht nicht so nach Kokosnuss. In der 010 ist das ein Liquid Bronzer. Ich glaube schon. Flüssiger Serum Bronzer für den Glow nach einem Strandtag mit feuchtigkeitsspendenden Hyaluron. Für einen strahlenden sonnengeküssten Teint mit den ganzen. Auf den ganzen Gesicht eintragen. Auftragen. Alles unter Make-up oder Puder verwenden. Allein oder unter Make-up. Also es ist ein Primer. Ja, damit kann ich leben. So, es ist auf jeden Fall ein Primer. Von Catrice, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den werde ich ausprobieren. No More Red von Catrice. Den kenne ich tatsächlich. Der ist sehr, sehr grün. Ich habe den nämlich schon mal getestet. Ich habe mit Rötung zu tun. Ich weiß nicht, habe ich den schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall einmal noch der No More Red von Catrice. Die kann man ja auch beide zusammen kombinieren, die Primer. Man könnte ja erst den No More Red und dann könnte man den anderen machen. Dann L'Oreal Infallible Total Cover. Oha, Total Cover. Die kenne ich tatsächlich noch nicht und die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und die werde ich natürlich liebend gerne in einem Video ausprobieren. Von der Farbe geht das vielleicht. Ja, ich glaube, das sollte gehen. Naja, sonst kann ich es heller oder dunkler mischen, ne? Doch, das könnte passen. Also meine Hand ist ein bisschen heller als mein Gesicht und man sieht das hier kaum. Das kann funktionieren. So, dann habe ich hier, was habe ich hier denn noch?
Keine Ahnung, ich muss es öffnen. Ah, das sieht aus wie ein Liquid Eyeshadow, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, sowas in der Art, würde ich sagen. Oh ja, das ist ein Liquid Eyeshadow. Also so ein Eyeshadow-Stift, kein Liquid Eyeshadow. Von der Marke VV. Ich kenne die nicht, die Marke. Dann haben wir hier. Oh, die habe ich in groß, habe ich aber noch nicht getestet. Das ist die Mascara von Kat Von D. Die Go Big or Go Home Mascara. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich hab die nicht in groß. Ich habe die auch in irgendeiner Reisegröße. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall die. Dann haben wir hier von Douglas Cat Eyes High Precision and Long Lasting Eyeliner. Das ist aber ein spitzer Stift. Das sieht sehr vielversprechend aus und das werde ich auf jeden Fall auch testen. Oha, das ist wirklich für ein Fullface. Bin gespannt. Viele Sachen, die ich nicht kenne. Hier haben wir einmal einen Puder von Pays. Paise, wie heißt denn die Marke? Keine Ahnung. Das ist ein Translucent Powder, würde ich mal sagen, ne? Wir hoffen es. Sonst ist es nämlich sehr weiß. Dann haben wir hier von Sunny Cosmetics. Die kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Nicole da schon mal was bestellt hat. Das ist ein, keine Ahnung, achso doch, Matt Lipstick. In dieser Farbe. Auch die ist sehr cool. Das kann was werden, Kinders. Das kann was werden. Ich soll alles in Verbindung benutzen. Das wird sportlich. Dann haben wir hier Terra del Sol. Ein Bronzer. Oh, ich liebe diese Schimmerbronzer, ne? Finde ich mega. Ist so lustig, das riecht so wie die Schminke früher roch. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht beschreiben, aber früher immer, wenn ich an der Schminke von meiner Mama gerochen habe, hat die genau so gerochen. Hier ist die Superstay Maybelline. Ja. Genau, die in Ivory. Für Ivory ist sie ganz schön dunkel, oder? Ivory ist doch eigentlich eine helle Farbe. Die Superstay habe ich die mal probiert, wenn dann die alte Formulierung. Die neue habe ich noch nicht ausprobiert. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Dann haben wir hier noch einen Blush. Ausgesetzt, ich kriege den hier auf. Ein Blush. Oh, das sieht richtig hübsch aus. Vom Make-up Academy. Das ist auch eine mega Farbe. Die ist mega krass. Tangerine. Das geht nicht auf. Ach doch. Hier, da ist so eine Blume eingestanzt. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Das werde ich austesten. Ist aus der LE was drin. Tech. Oh, da ist die Palette drin, wo ich mit den Gedanken gespielt habe, sie mir zu holen. Die Highlighter-Palette, beziehungsweise auch Blush hier, ne? Von Essence. Ich fand die so schön, ne? Und ich habe mir damals gesagt, du brauchst es nicht. Ach, ich brauche es doch. Und jetzt habe ich es. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dann ist hier noch eine Palette drin. Und diese Palette habe ich tatsächlich. Deswegen darf die in ihrer Folie bleiben hier. Und die darf ins Trashy wandern. Aber ich werde natürlich für das Video meine benutzen, die ich habe. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, das auszuprobieren. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Claudi, dass du mir ein Fullface geschickt hast. Ich finde das richtig, richtig lieb und keinesfalls selbstverständlich. Ja, danke. Ich werde da auf jeden Fall noch ein Video draus machen und freue mich da schon sehr drauf. Wie gesagt, diese Palette habe ich selber, die werde ich dann ins Trashosaurus geben. Ja, aber vielen, vielen Dank. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich finde es super lieb, dass du mir das schenken möchtest. Ich nehme das auch gerne an, aber du wirst ein Dankeschön-Päckchen kriegen, ob du nun willst oder nicht.
Nur, dass du es weißt. Ja, ihr Lieben, das war das Paket. Ich werde daraus noch ein Fullface für euch drehen. Ich werde das dann irgendwann abdrehen. Ich denke, am Wochenende komme ich vielleicht dazu, in der Woche eher nicht. Ja, und dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und zeige euch den Look. Und Claudi dir natürlich auch. Ja, so ihr Lieben, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und geht natürlich auch bei Claudi auf den Kanal, wenn ihr sie noch nicht kennt, und lasst dort auch auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo und keine Ahnung was noch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!